Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 750 und wir fangen mal gleich mit der ersten Mod an und stehen schon direkt davor. Da seht ihr es, Özamax steht dran als Hersteller. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Ich glaube nicht, ich mache da grundsätzlich Fehler mit. Ihr seht aber die genaue Typenbezeichnung dementsprechend da stehen, auch vom Hersteller. Auch das Logo ist dementsprechend hier öfter zu sehen. Es ist mehr so auf klassisch gemacht, das Ganze. Man sieht zwar ein paar Metallstücke sehen aus wie alt, es sieht aber ein bisschen auch wie angenutzt aus oder benutzt aus, vielmehr und ein bisschen, ne, gebraucht. Was auch dementsprechend so seinen Charme hat. Auch die Reifen hier, den Außenbereich hier sieht man selber, sieht ein bisschen abgenutzt aus, ne? Also das ist schon schön gemacht soweit. Also, wir hüpfen einfach mal rein. Wenn wir hier sehen, es wird hier nicht mehr groß auseinandergeklappt oder so, sondern es ist jetzt einfach gleich Action angesagt. Und deswegen mache ich den Helfer einfach mal an. Da seht ihr es, dann wird alles dementsprechend in die richtige Bahn gerückt und hier verschwindet dann das frisch Gesäte durch was frisch gegrubbertes. So sieht das Ganze aus, frisch geecktes sozusagen. Ne? Also, zieht er wunderbar durch. Ich mache den Helfer mal wieder aus und den Traktor aus, der hört mich besser. Und ja, Verschmutzungsgrad oder sowas hat man natürlich hier am Reifen, hat man schon ein bisschen was. An der restlichen Maschine an sich so eigentlich nicht. Ne? Mir war wenigstens nichts aufgefallen. Also Hydraulikgeschichte und sowas hier alles funktioniert einwandfrei. Ist auch alles da. Seht ihr selber, Texturen funktionieren. Was will man mehr? Wir schauen uns das Ganze einfach mal im Shop direkt an. So. Das war bei, ne, seht ihr selber, Scheibenegge ganz am Ende. 28.000 kostet das gute Stück. 4,60 m und braucht dafür nur 75 PS. Wenn wir irgendwelche vergleichbaren Sachen uns suchen hier, wir sind jetzt bei 5 Meter hier, braucht 140 PS und kostet dementsprechend 25. Also das passt so ungefähr in den Rahmen. Der Vorteil bei dem Gerät hier, es braucht nicht ganz so viel PS. Dafür dementsprechend hat es natürlich ein bisschen weniger Arbeitsbreite, aber der Preis ist noch so im Rahmen, sag ich mal so. Also keine schlechte Geschichte. Wenn wir drauf gehen, haben wir auch so weiter keinerlei Einstellmöglichkeiten. Und wie gesagt, Typenbezeichnungen und hier von dem Hersteller kenne ich mich so gar nicht raus, sehe ich zum ersten Mal. Wenn ihr dementsprechend noch weitere Infos dazu habt, lasst das gerne im Kommentarbereich. Freuen sich vielleicht auch andere drüber, noch ein paar Infos zu bekommen. So, wir hüpfen einfach mal. Ich habe noch was schnell Platzierbares dementsprechend. Wir stehen schon direkt vor, man sieht es bloß nicht. Hier haben wir noch Strahler. Die sind hier im Boden eingelassen. Da kann man direkt drauf gehen und mit der linken, rechten Maustaste, seht ihr, kann man hier richtig das Ganze drehen. Ich werde jetzt einfach mal kurz die Nacht vorspulen hier. Dann seht ihr die Lämpchen auch ein bisschen besser. Ne? Also die Funktion des Drehens. Ne? Bei dem Strahler hier zum Beispiel. Wenn ich dicht genug dran bin natürlich, seht ihr, kann ich das Ganze in den Himmel gucken lassen. Oder ich kann natürlich auch sagen, er soll jetzt hier direkt auf den Boden strahlen. Da seht ihr auch gleich den Unterschied. Ne? Auch hier dementsprechend, ne, schön im Boden eingelassen. Und hier auch als Wegbegrenzung. Es wird die Frage, eins sind mehr Spots, einige sind mehr so zur Wegbegrenzung oder zur Orientierung gedacht. Also eine schöne Geschichte. Wir machen hier nochmal das Licht an, dann geht das Licht von den Jungs nämlich aus. Dann seht ihr das Ganze auch optisch, ne? Also hier seht ihr es, man kann das Ganze schön in eine Runde drehen. Ist schön in Metall gehalten, hier ganz normal in Schwarz gehalten. Und hier so ein kleiner Edelstahl-Knöpfchen, was aus dem Boden guckt. Ja, macht schön Licht, ne? Wenn man möchte, warum nicht? Wir gucken. Ist unter Dekoration zu finden. Da seht ihr das CJ Farming, ne? Version 1, 2 und 3 vom Bodenstrahler. Und ihr seht die Preise 250, 300, 400. Dafür aber keine laufenden Kosten. Das heißt, ihr könnt dementsprechend euch das einfach hinsetzen. Seht ihr selber, da sind welche 180, 360 Grad schwenkbar, 90 Grad schwenkbar nach oben. Und das ist halt einfach eine festsitzende Beleuchtung, die wird einfach nur so als Wegbeleuchtung benutzt. Ja, das war das schon. Und jetzt kommen wir noch zum Parkplatz. Und da stehen so ein paar größere Sachen oder andere Sachen. Wir fangen mal an mit diejenigen, die mal sagen, ich möchte mal so richtig gerne schön Fettstroh einstreuen bei meinen Tieren. Allerdings, da gehen nie genug Ballen rein. Hier habt ihr das Problem nicht mehr. In diesem guten Stück gehen nach Angaben 9. Sorry, kleiner Nisa, gehen insgesamt 9 Ballen rein. Also, das ist schon mal eine sehr, sehr ordentliche Größe. Hier seht ihr das Ganze auch, ne? Ich kann mal den Traktor anschmeißen, das gute Gerät mal anschmeißen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so geht. Ja. Ne, da seht ihr, es fördert nach vorne und hier wird es klein gemacht und dann geht es hier dementsprechend richtig raus. Ne? Wenn wir hier die Hilfe angucken, dann sehen wir selber, man kann hier das Ganze auch sagen, in welche Richtung es gehen soll. Und man kann auch den Neigungswinkel bestimmen. Wir können natürlich auch hier schön
sagen, das soll jetzt alles schön vorne beim Fahrer rein. So, dann zieht man da drauf und dann geht das Ganze alles schön beim Fahrer rein. So sieht es halt aus, ne? So ist es. Und man kann hinten schön die Klappe aufmachen, ne? Weil so kriegt man die Ballen dann nämlich auch schön direkt rein. Also, eine schöne Geschichte, sehr schönes Gerät, finde ich sehr gelungen. Ich mache das Ganze mal wieder aus, dann dürfte er nämlich auch wieder ausgehen, genau. Texturenmäßig seht ihr selber, sind wir hier auf dem aktuellen Stand, Typenbezeichnung, man sieht hier noch ein bisschen was nachlaufen, ne? Leiter dementsprechend, die ganzen Deko, die Schilder und sowas, die ganzen Warnhinweise, Geschwindigkeitsangaben oder hier auch die ganzen Anschlüsse, sieht alles sehr, sehr schön aus, also sehr gut gemacht. Finde ich sehr gelungen. Wir finden den ganzen dann im Shop unter Tierhaltung. Genauso ist es. Wir gehen ganz ans Ende. Da ist das gute Stück. 51.100. 9 Ballen gehen rein. 90 PS brauchen wir. Und das ist das ganze Stück. So simpel ist es. Wenn wir hier drauf gehen, können wir sagen, mit und ohne Erweiterung. Das ist die Kante, die ich noch oben drauf setze. Das wird auch nicht nur als Kante gesetzt, sondern das Teil hier vorne wird auch schön mit angepasst, wie ihr seht. Also auch das sehr, sehr gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Auch hier hinten bei der Klappe alles ordentlich angepasst. Ne? Und man sieht, wenn man hier drauf geht, hier die Seiten auch vernünftig gemacht. Also sehr, sehr schönes Gerät. Kann man nicht anders sagen. So, ich würde sagen, wir machen einfach mit dem hier vorne, mit dem Kleinen zuerst weiter. Da haben wir nämlich jetzt nochmal einen Fendt am Start. Fendt Cargo. Das ist ein Teleskoplader. Sieht optisch sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob der irgendwie wie zustande gekommen ist. Er ist mir so bis jetzt noch nicht untergekommen gewesen. Das Schöne an der Geschichte ist, dass hier eine schöne Möglichkeit hat, um ein Gegengewicht zu setzen. Ne? Mit diesem Gegengewicht hat man eine sehr gute Möglichkeit, dann auch vorne schwerere Lasten zu machen, bevor man sich hier hinten irgendwas dranhängen muss oder zusätzlich hat er das direkt als Einstellmöglichkeit. Finde ich also sehr gelungen. Wir haben auch hier dementsprechend ganz normal das Licht, hinten, vorne und das vorne zusätzliche Licht. Und wir sehen auch hier schön die Arbeitsleuchten einmal rundum. Auch das sehr, sehr schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Wenn wir uns das Ganze von innen angucken, sehen wir, so reagiert er nicht aufs Licht. Ne? Man sieht aber, dass dementsprechend schöne Sitzbezüge da sind, was dann alles passt. Wenn wir es anmachen, sehen wir, es geht eine Innenbeleuchtung dementsprechend an. Aber nicht nur das, ihr seht, es geht nochmal zusätzlich eine Beleuchtung an für die Armaturen und auch hier im Stickbereich und so, und die Knöpfe davor sind beleuchtet bis hier hinten der letzte am Ende, selbst da ist die Beleuchtung drin zu sehen. Also das sehr, sehr schön gemacht. So, ja, die Funktion hier vorne, da brauche ich natürlich nicht so viel dran zeigen, das funktioniert wie bei jedem anderen auch, ne? Das haben wir immer, wir haben Rundumleuchte dementsprechend am Start, wir können natürlich blinken in beiden Richtungen, das ist das, was von euch auch immer noch gefragt wird. Das Ganze mache ich jetzt nochmal neu an und dann fahren wir noch einmal im Kreis. Ja, Rückfahrleuchte, Bremsleuchte, alles geht. Also sehr schönes Gerät, kann man nicht anders sagen. Wir schauen uns das auch mal im Shop an. Finden wir natürlich dann ganz normal unter Teleskoplader, ganz am Ende. 96.000 kostet er, sieht zufällig ähnlich aus wie der. Und 136 PS, wenn wir drauf gehen, sehen wir selber, wir haben die Möglichkeit, die Gewichte dementsprechend hinten zu setzen. Da seht ihr auch, wie es denn mehr wird. Ne, da wird auch weiter oben drauf gestapelt und so sieht er ohne aus. Ne? Also so kommt die Halterung dazu, so seht ihr es. Und so ist es dann ganz voll. Man sieht, er sackt auch hinten richtig schön runter. Wir haben Nokian und Trelleborg. Dafür haben wir dann auch hier die Breitreifen und die Standardreifen dementsprechend. Und halt die Kommunalreifen oder die Breitreifen kommunal. Das sind noch die Wahlmöglichkeiten. Also sehr schöne Mod. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir zur letzten Mod für heute. Hier sehen wir das gute Stück auch schon. Das ist ein John Deere, nämlich die 9000er Serie. Ich habe hier den 9900i. Das ist die größte Variante. Da seht ihr noch ein bisschen die Beschilderung von passenden Personen. Und hier seht ihr auch noch, was an Zubehör dabei ist. Und das ist noch nicht alles. Also der 639, der Aufnehmer. Wir haben hier den MEPART hier dabei. Das ist Zürn ProfiCut 610. Und hier habt ihr das große Schneidwerk. Ne? Das ist das 390. Es hat auch die kleineren Varianten dabei. Ich zeige euch mal das Zubehör zuerst. Das macht es einfacher. Wir haben hier bei den Häckselwerken ganz am Ende einen ganzen Haufen Mod dabei.
Da seht ihr selber vom 3,45 über den 3,60, 3,75 bis zum 3,90 ist natürlich immer die Frage, das liegt der Arbeitsbreite und damit auch der Leistung und wie viel Leistung ihr oder was für eine Maschine ihr euch dazu geholt habt. Hier steigern sich die Preise auch, das wird natürlich dann auch beim Gerät gleich so sein. Und hier seht ihr noch die Cut-Varianten, die noch dazugekommen sind mit 6,10 Meter und 3 Meter Breite. Wenn wir jetzt, ich gehe einfach mal zuerst drauf, auf den Feldhäcksler selber gehen, dann seht ihr hier ganz am Ende, wir könnten jetzt auch variabel hier noch ganz andere Farben reinsetzen, wenn wir wollten. Also da könnt ihr auch bunte Tüte draus machen, das ist halt was, was vorher auch nicht da war. Bis vom Rohr, Felge und Grundkörper, der gelbe Streifen mit der John Deere Beschriftung und der Aufkleber an sich bleibt. Wir können sagen, dass wir ein langes, kurzes, mittleres Entladerohr haben möchten. Wir haben zwischen Michelin, Trelleborg, Mitas zur Auswahl, haben natürlich dann auch Reifenvarianten da bis zu Breitreifen und haben noch die Beast Plate, das ist hier vorne noch eine Beschilderung, die drinnen sitzt, die dazukommt. Wir haben jetzt mit 770 PS den 9700, mit 870 PS den 9800 und mit 970 PS den 9900. Ne? Also wir haben alles dabei an Größen, was wir so brauchen und auch die ganzen passenden Schneid- und Zubehörmöglichkeiten. Das ist die Version 2 von dem ganzen Pack. Es ist eine einzige Mod und da ist halt alles drin. Ich werde euch das gute Stück jetzt hier selber mal zeigen. Das sieht sehr detailliert und sehr schön aus, muss ich sagen. Ist auch sehr gelungen. Ne? Man sieht auch die ganzen Rohrverlängerungsgeschichten, sind auch alles vernünftig zu sehen. Wenn ich jetzt das Rohr ausfahre, seht ihr, klappt es sich hinten nochmal um, weil das ist die Verlängerung, die dann dran kommt. Ne? Ich mache jetzt mal den Lichttest. Da seht ihr selber, vorne einmal Licht, hinten einmal Licht. Ne? Vorne das zusätzliche Licht, hinten das zusätzliche Licht und auch hier oben am Rohr und unten am Rohr seht ihr, sind zusätzliche Beleuchtungselemente angebracht. Wir haben Rundumleuchten, die einwandfrei funktionieren. Auch hier wird links und rechts geblinkt. Ne? Seht ihr selber, sogar doppelt und auch vorne funktionieren die Blinker natürlich. So, ich gucke nochmal ins Cockpit. Da seht ihr selber, wenn wir Licht so anmachen, passiert hier nichts. Schön mit Handyhalterung. So, das Ganze wieder aus. Jetzt machen wir Motor an. Dann sehen wir, dass die Displays angehen. Und wenn ich jetzt hier die Lichtschalter betätige, dann seht ihr auch, dass die Zusatztasten unten alle auch schön hintergrundbeleuchtet sind. Also da hat man auch an alles gedacht. Vernünftige Sitzgeschichten, sieht auch sonst von innen soweit gut aus. Ihr seht das hier, wir können die Maschine anmachen, wir können hier in Abladen alles machen. Sonst sind aber keine weiteren Sachen dort hinterlegt. So, ich lasse euch jetzt mal den Motor hören, noch indem ich ihn nochmal neu anmache. Und dann werde ich auch mit das Schneidwerk vorne einmal dran machen und auseinanderfalten, damit ihr es auch sehen könnt dann. Keine Rückfahrscheinwerfer. So, das hat auch schon mal funktioniert. Abgasgeschichten und sowas sieht alles auch sehr gut aus. So. Ne? Das würden wir jetzt natürlich noch abnehmen, das Ganze vorne. So, und jetzt können wir rückwärts fahren. Und so müssten wir ihn dementsprechend natürlich auch drüber draufsetzen. Ihr seht extra, da ist die Führung in der Mitte, dann können wir das ganze Support-Wheel wieder ransetzen. Aber wenn ich ihn jetzt so zurückschiebe, anmache, dann seht ihr hier die ganzen Animationen, alles das funktioniert. Das ist alles farblich einfach nur schön angepasst und sieht soweit sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Ne? So, ja, im Shop gezeigt habe ich ihn auch schon. Was soll ich sagen? Damit sind wir, ihr ahnt es bestimmt, richtig, am Ende der ganzen Geschichte, so schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.